Ein Deutscher, ein Schweizer und ein Holländer werden in Saudi-Arabien beim dort strengstens verbotenen Konsum von Alkohol erwischt. Der Sultan lässt sie vorführen, sieht sie sich an und sagt, für den Konsum von Alkohol bekommt ihr eine Strafe von 50 Peitschenhieben. Aber da ihr Ausländer seid und von dem Verbot nichts wusstet, will ich gnädig sein. Ihr habt vor der Strafe noch einen Wunsch frei. Fang du an, Schweizer. Ich wünsche mir, dass ihr mir ein Kissen auf den Rücken bindet, bevor ihr mich auspeitscht. Der Wunsch wird ihm erfüllt. Doch leider zerreißt das Kissen unter der Wucht der Peitschenhiebe bereits nach 25 Schlägen. Der Holländer, der das sieht, wünscht sich, dass man ihm zwei Kissen auf den Rücken binden möge. Gesagt, getan. Doch leider reißen auch bei ihm die Kissen frühzeitig. Nun wendet sich der Sultan an den Deutschen und sagt, nun, Deutscher, da ich ein großer Fußballfan bin und ihr so schön Fußball spielt, bin ich dir besonders gnädig. Du hast zwei Wünsche frei. Aber wähle gut. Sagt der Deutsche, okay, schon gewählt, als erstes hätte ich gern 100 Peitschenhiebe statt nur 50. Der Holländer und der Schweizer schauen sich entgeistert an. Der Sultan sagt, ich verstehe es zwar nicht, aber es sei dir die doppelte Zahl an Hieben gewährt. Und dein zweiter Wunsch? Bindet mir den Holländer auf den Rücken.